Hallo liebe Freunde der Neugier, ich bin heute mal in Bremen beim Universum und das ist nämlich ein Mitmachmuseum und wir machen heute richtig coole Experimente und die Caro ist heute dabei und wir werden mal ein bisschen mit CO2 rumspielen, also seid gespannt, los geht's! Caro vom Universum Bremen bin ich und ich werde euch jetzt ein paar Versuche zusammen mit David vorführen. Und als allererstes fangen wir mit was ganz Simplem an. Das muss so sein, man muss sich ja in die Spannung hineinsteigern. Und zwar habe ich hier so eine Brausetablette, Multivitamin. Ich glaube in dem Fall ist das die genau richtige Geschmacksrichtung. Soll ja gegen ganz vieles helfen. Ich nehme davon nicht viel. Ja, so ein Dreiviertelchen. Nee, nehmen wir mal eine halbe. Ich schmeiß die jetzt da rein, dann packe ich da ein bisschen Wasser drauf und dann mach den Deckel zu. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was passiert. Wie schon erwähnt, Oberbegriff ist ja CO2. CO2 ist nicht nur ein Treibhausgas, sondern allgemein ein ganz gutes Treibmittel. Und dann ab in die Zauberröhre. In die Zauberröhre, damit man auch nicht sieht, wow! Sollten wir vielleicht nochmal machen. Vielleicht was einfach nicht schnell genug. Ja, mit ein bisschen weniger Wasser vielleicht. Der geht nämlich echt gut, der geht so schön nach oben. Machen wir nochmal. So, damit man auch nicht sieht, dass wir hier schon die ersten Verluste haben. Macht überhaupt gar nichts. Macht gar nichts. Zur Wissenschaft gehört auch mal, dass genau. Das nicht klappt. Das sage ich dann auch immer bei den Shows, wenn was nicht funktioniert. Jede Wissenschaft ist eine ungenaue Wissenschaft. Das sind ja alles noch Theorien. Also, zweiter Versuch. Erst das Wasser rein. Meinst du, wir machen es ja mal so und wir probieren es aus. Gucken, ob ich schnell genug bin. Weil das mit dem Schütten und Zurückstellen und so kannst du einfach reinschmeißen, zumachen und hinstellen. Das ist wir probieren es mal aus. Mit Essig geht das übrigens auch sehr gut. Also, ein Stückchen Wasser, ein bisschen Multivitamin-Tablette und dann schnell den Deckel drauf und schütteln und hinstellen und warten. Oh! Fail! Ja, ich würde auch sagen, wir müssen soll jetzt das ich das mal machen? Ich genau, glaube, ich glaube, Mischungsverhältnis hier rausfinden. Einmal mit Profis hier. Ja, genau, so sieht es nämlich aus. Wir stellen natürlich das Material zur Verfügung, gar kein Thema. Also, bitteschön. Haben wir noch Wasser? Wir haben noch Wasser. Wassermarsch. Also ich glaube, es geht besser, wenn man erst Tablette macht und dann Wasser. Aber wir werden das jetzt austesten. Wir werden das jetzt sehen. Das ist jetzt so eine richtige wissenschaftliche Versuchsreihe, was wir jetzt hier machen. Jo. So, halbe reicht. Das Witzige ist nämlich, es kommt gar nicht auf die Menge an, es kommt auf den Deckel drauf an. Ja. Je fester der Deckel sitzt, desto höher fliegt das Ganze. Prinzip hat man verstanden, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und der Tisch sieht auch richtig schön gut aus. Hier vorne läuft es auch schon runter. Jo, auch also schön. Ich würde sagen, Mission accomplished, ordentlich Schweinerei gemacht. Und wir hatten jetzt die ganze Zeit schon gesagt, das gast ordentlich. Und das ist auch CO2, was dort drin ist, was sich dann löst und eben gasförmig wird, nachdem es mit Wasser in Berührung kommt. Und das passiert auch, wenn man anderes CO2 hat, was ich jetzt extra für uns heute besorgt habe. Das macht nämlich viel mehr Spaß. Wir sind ja nicht hier umsonst im Science. Genau. Zu gammeligen Brausetabletten. Nee, das kann ja jeder. Jetzt haben wir natürlich für was gesorgt, was nicht jeder kann. Warte, wir machen jetzt mal kurz nochmal die Kamera ein bisschen sauber, die hat nämlich falsch. Och, das geht. Ah, nee, nur das die Linse geht. Hier. Bisschen für den Kamera klaren Blick. Genau. Und zwar habe ich Trockeneis besorgt und zwar in tiefgefrorener Form. Das ist eben tiefgefrorenes CO2, das wird Trockeneis genannt. Das hat ungefähr minus 76, also bleiben wir bei minus 80 Grad, ne? Das hört sich krasser an. Und deswegen müssen wir selbstverständlich uns ein wenig schützen, wenn wir damit rumspielen wollen. Ich habe hier eine hochprofessionelle Brille. Das Gute ist, dass du Brillenträger bist, brauchst du das nicht. Immer super geschützt. Ja, also ich will nur sagen, Brillen lohnen sich, aber du wirst dann mein erfolgreicher Assistent sein. Du kriegst die Topfhandschuhe. Die Topfhandschuhe der Wissenschaft. Die Topfhandschuhe der Wissenschaft. Das hier sind die Topfhandschuhe der Wissenschaft, ehrlich gesagt. Die sind aber sogar für Stickstoff gedacht. Und das ist das, was irgendwie minus 200 noch was hat. Jo, also fürs Trockeneis sollte das locker reichen. Dann zeige ich euch am besten mal das Trockeneis. Ne? So, eine extra Styroporbox. Und Trockeneis ist was ganz Spannendes. So, wir sind beim Thema Trockeneis. Ne? Genau. So, ich zeige jetzt nämlich mal hier noch mal ein bisschen, wie das coole Trockeneis aussieht. Genau, Achtung, wir nehmen es runter. Wie schon erwähnt, CO2 in gefrorener Form. Mal hier noch mal ein bisschen gucken. Das sind so kleine Pellets. Und das hat eine ganz klasse Eigenschaft.
Das geht nämlich vom festen Zustand direkt in den gasförmigen Zustand über. Das heißt, wer weiß, wie das heißt? Wollte ich gerade sagen. Und? Sublimieren. Jawohl! Der Kandidat hat 1000 Punkte. Sensationell. Dadurch hast du dir verdient, dass du gleich das heiße Wasser da drauf kippen darfst. Cool. Ja, so sieht es nämlich aus. So, ich mache noch ordentlich rein. Denn leider in dem Fall viel hilft viel. Ja, immer rein damit. Was braucht man noch? Man braucht ein Aquarium, man braucht Trockeneis und man braucht heißes Wasser. Das beschleunigt das Ganze nämlich. Wir haben da mal was vorbereitet. Ne? Läuft. Du darfst. Mal rein, Mann. Mach wie viel rein. Denn? Alles. Alles? Gut. Oh. Wow. Und der Dampf, den wir da sehen, das ist natürlich Wasserdampf. Ne? Das hat jetzt nichts mit dem CO2-Dampf zu tun. Sehr schön. Das lassen wir jetzt auch so ein bisschen wabern. Also wenn, das nicht cool ist, was ist. Oh, jetzt wird es hier schon ein bisschen neblig. Ja. Und das ist eben klar, wir haben irgendwie 100 Grad warmes Wasser und das trifft auf minus 76, beziehungsweise wir haben uns ja auf minus 80 Grad geeinigt. Kaltes CO2 und dann natürlich, boom, ne, haben wir diese wunderschöne Reaktion. Und deswegen wird das auch so gerne für Partys genommen. Yeah. Das kann man irgendwie verstehen. Partywissenschaft. Ne? Partywissenschaft, auch das ist ein Service des Universum Brems. So, aber man kann damit natürlich noch mehr anstellen. Und so ein Trockeneis-Pellet nimmt das 600-fache seines Volumens an, wenn es wieder rübergeht in den gasförmigen Zustand. Und das kann man ganz gut demonstrieren. Wir versuchen das mal. Das klappt immer mal mehr und mal weniger gut. Hier jetzt nicht ganz so viel drauf. Gleicher Effekt wie eben gerade. Du musst erst mal was sehen können hier. Aber ich habe hier so eine Seifenmischung. Jetzt ziehe ich das hier mal rüber. Und dann kann man eben sehen, ne, da wird das ordentlich groß und dann kann man da schöne, große, schöne, dampfige Seifenblasen mit schaffen. Nach einer Zeit, wenn ich da genug Flüssigkeit reingemacht habe, dann sieht das, sage ich immer, das wird das Gehirn. Ah, ist schön, ne? Also wenn das kein Partygag ist, du. Auf jeden Fall. Und man sieht jetzt auch richtig krass, dass unten an der Schüssel, dass da auch richtig ist gefriert. Richtig schön so kalt. So kalt ist das. Also wenn man eine kalte Cola braucht. Genau, und jetzt kann man dann einfach auch wirklich mal so ein bisschen Seife reinmachen. Dann kippt man noch ein bisschen Trockeneis nach. Wir haben ja genug. Noch ein bisschen Wasser. Das ist so ein bisschen wie Hexenküche. Weißt ja, du, hier ja, ein bisschen sieht was, auch so ein bisschen so da was und so. Spinnenbein und Krötenauge. Oh, wir sind ja hier auch schön draußen in der Natur, in der Bremer Natur. Und es regnet nicht. Noch nicht. Ja, ja. Und dann, wenn du jetzt mal gucken willst, siehst du schon, also da kommt das Gehirn. So nennen wir das immer. Natürlich wollen wir mal grundsätzlich nicht, dass das passiert, dass hier die ganzen kleinen Blasen entstehen, weil die große ist natürlich schöner. Aber irgendwie ist das auch cool. Aber das können wir uns gleich nochmal angucken, wenn hier ein bisschen Dampf verzogen ist, ein bisschen Wasserdampf weg ist. So, das wären unsere ersten Versuche zum Trockeneis. Und das Spannende daran ist ja eben dieses CO2. Das ist als Gas schwerer als Luft. Ah, das ist natürlich auch nicht. Ne? Deswegen sind wir auch hier sehr gut im Freien aufgehoben. Man sollte das nicht unbedingt drinnen damit arbeiten, weil man das dann gar nicht merkt, sonst wenn der CO2-Spiegel langsam steigt. Das ist also durchaus nicht ungefährlich. Wir sind hier aber auch mega geschützt. Ne? Ich nehme auch mal meine Handschuhe wieder an mich. Die Handschuhe vor Ersticken. Definitiv, weil das sind ja wissenschaftliche Handschuhe. Ach so, ja. Ja, ja, das ist multifunktional. Multifunktional, genau. Und eben zeigen, dass das wirklich schwerer ist als Luft, kann man ganz schön. Willst du ein bisschen Seifenblasen pusten? Oh ja, yeah, ja. Yeah. Darfst du auch deine Handschuhe ausziehen? Super. Brille hast du ja auch. So, dann versuch mal einfach in das Aquarium reinpusten, die Seifenblasen. Mal gucken, wie das geht hier draußen. Jo, weil wir auch ein bisschen Wind haben. Guck mal hier, das will ich noch mal sehen. Jo. Hält die gut? Nicht, dass die jetzt gerade die ganze Kälte von unten abkriegt. Ah, eine schon mal. Ah, die sind schön geworden. Kann man eben sehen, dass die auf diesem CO2-Spiegel weiter tanzen, denn in den Seifenblasen selbst ist ja Luft drin. Ah, die schwimmen richtig. Die schwimmen so da drauf, genau. Auch das ist natürlich ein wunderschöner Partygag. Das Ganze jetzt noch in Schwarz-Rot-Gold hätten, ne? Können wir auch noch ein bisschen Rennfeuer. Wie das richtig schön war. Ja, also hier kann man es wirklich gerade sehr schön beobachten durch den Wind, den wir hier draußen haben, ne? Und die Seifenblasen, das ist kein geschlossenes System, die nehmen dann auch irgendwann das CO2 auf und werden schwerer. Ah, okay. Das kann man jetzt auch beobachten, ne? Dass sie langsam absinken. Ja, dann gehen die langsam unter. Genau. Aber ne, wir sind beide so andächtig still. Ach,
Es ist auch einfach bist wunder, du wunderschön. Still, ne? Ja. Wunderschön. Gut, ich würde sagen, das war erstmal das für das CO2 für heute, sag ich mal. Naja, wir haben, also oder? Einen hätten wir noch. Wenn du noch Lust hast, ein bisschen CO2 zu schießen, ja, hätte ich da auch ja noch was für dich. Schießen wir noch ein bisschen. Wir schießen noch ein bisschen CO2. Wir müssen erstmal gleich gucken, ob wir noch genug heißes Wasser haben. Weil dann hätte ich sonst nochmal gleich aufgetaucht. Hier kannst du nochmal, das sieht ganz irre aus. Mal reingucken. Also hier so nochmal das. Drei Gehirn. Minuten später. Ja. Hm, sieht man da was? Ja, also. Ich habe natürlich Handschuhe an. Das ist so ein bisschen, sieht aus wie Seifeneis. Ja, ne? Hier scheint es so ein bisschen gefroren natürlich, ne? Und wir haben dann auch immer noch Rest Trockeneis unten drin, aber dann müsst ihr ja jetzt wieder heißes Wasser drauf kippen, damit es dann wieder von vorne losgeht. Schön! Müssen wir eben unseren Heißwasserstand checken? Oh ja, das reicht noch, das reicht. Und zwar habe ich da mal was vorbereitet. Ach was. Ja, meine gute alte, Wasserkanister-Geschichte. Und dann machen wir das so, wir füllen hier, selbstverständlich mit Handschuhen, ein wenig CO2 rein, in gefrorener Form, sprich Trockeneis. Sieht bestimmt keiner, wenn ich die Kamera laufen lasse. Hm, nee, genau. Eigentlich haben wir einen Trick da. So, das sind super tolle Pellets, weil die so schön klein sind. So, was habe ich da reingemacht? Ein Schäufelchen ungefähr. Jetzt habe ich meine Handschuhe ausziehen. Und ich gehe jetzt mal, ich hole mir mal meine Munition. Und jetzt machen wir nämlich richtig guten Antrieb hier. Wir nutzen, dass das sublimiert und dass das 600. Oh, da geht schon los. Ursprünglichen Volumens an. Man sieht richtig, wie hier jetzt die. Und damit kann man natürlich super Schabernack anstellen. Ist ja klar. Bup. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera da vorne noch was sehen kann. Aber ihr seht selber, das funktioniert richtig klasse. Und da kann man natürlich dann auch die Challenge draus machen, wer fängt den Becher. Deswegen habe ich extra viele hier hingestellt. Das macht nämlich unglaublich viel Spaß. Ploppt auch so schön. Ja, genau. Es ist sehr befriedigend, muss ich sagen. Ein ganz, ganz toller Versuch. Und auch hier ist es genau wie eben gerade mit dem Deckel bei den Multivitamin-Tabletten. Je fester ich die drauf haue, desto höher fliegen wir. Yeah. Cooles Ding, ne? Jetzt haben wir cool. Selbstverständlich sammeln wir die Becher gleich ein. Natürlich. So, das muss ja sein. Deswegen, also man kann viel Spaß mit CO2 haben, aber man muss eben auch darauf aufpassen, dass man das Ganze vernünftig handelt. Ja, auf jeden Fall. Also Sicherheit ist die Nummer 1 Priorität. Genau, warte mal, erste Bürgerpflicht. Erste Bürgerpflicht. Erste Wissenschaftspflicht. Auch zu sich selbst. Natürlich. Ne? Natürlich. Also es geht ja nicht darum, dass irgendwie die anderen Leute sagen, ja, du musst dich schützen, sondern es geht einfach darum, dass man sich nicht wehtut. Ja, weil genau. Dann ärgert man sich später, wenn also man dann, keine Hände mehr hat. Ja, also zum Beispiel. Zum keine Beispiel. Hände, keine Kekse. Deswegen sind so eine Handschuhe ganz, ganz toll. Keine Hände, keine Kekse. Ja, das Pümmelmonster, ne? Das stell dir mal vor, ist dramatisch. Ich habe gehört, das Pümmelmonster darf keine Kekse mehr essen in der Sesamstraße. Echt? Weil, oder wenn dann nur noch wegen, vegane Kekse oder ja, was? Ja, oder glutenfrei. Glutenfrei, ja, kann auch gut angehen. Das ist schon bitter. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ja, so viel zum Thema Trockeneis und ganz viel Spaß damit. Ja, ich würde sagen. Ich hab noch mehr. Das sehen wir aber in dem nächsten Video, weil wir machen nämlich heute noch ganz viele Versuche. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und teilt auch gerne das Video mit euren Freunden, damit die nämlich auch mal ein bisschen Trockeneis-Spaß oder CO2-Spaß erleben. Wenn euch das mehr interessiert, könnt ihr auch gerne mal auf die Website vom Universum Bremen gehen. Die habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Die machen nämlich auch regelmäßig so Science-Shows in ihrem Museum. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Checkt das Ganze mal aus. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schlaumacher. Tschüss. Nächster Versuch. Dose. Wasser. Brauchen einfach einen Deckel, der wirklich, wirklich fest sitzt. Jo, oh, 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 oh. So weit war ich bis jetzt noch nicht. Oh, oh. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Das hält wirklich gut, ne? Und dann entspannst du dich, weißt du, da passiert es bestimmt. Das ist wieder so eins von diesen Dingen, ne? Oh!